Gut, der Anlass dieses Buches lag schlicht und einfach in der Praxis, wo wir immer wieder mit der Frage konfrontiert werden, was müssen wir denn heute bereits in unseren Lernsystemen verändern? Wie müssen wir unsere Experten, also unsere Bildungsplaner, unsere Trainer und so weiter heute entwickeln, damit wir in der Zukunft, wenn die Computer immer leistungsfähiger werden und sich die Lernsysteme verändern, damit wir dann quasi schon unsere Veränderungsprozesse im Hinblick auf die Lernkultur und die Kompetenzen der beteiligten Personen dann gestalten können. Der Unterschied liegt wirklich in der Zielsetzung. Klassische, tradierte Bildungssysteme in den Unternehmen sind sehr stark durch Lernziele im Bereich des Wissensaufbaus und der Qualifizierung bis hin zu Methoden wie mit Fallstudien, Planspielen und so weiter geprägt. Während die Unternehmen, damit sie am Markt erfolgreich sind, die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter benötigen. Und Kompetenzen gehen deutlich über Qualifikationen hinaus, weil Kompetenzen letztendlich bedeuten, dass die Lerner die Fähigkeit erlangen, Problemstellungen in der Praxis, und jetzt kommt das wesentliche Wort, selbstorganisiert und kreativ lösen zu können. Es geht also um die Selbstorganisationsfähigkeit, um hier die eigenen Arbeitsprozesse in der Arbeitsplatz, aber auch Kundengespräche und Ähnliches selbstorganisiert gestalten zu können. Also grundsätzlich muss ich mal vorweg sagen, Kompetenzen können nicht vermittelt werden, sondern Kompetenzen kann nur jeder Mensch selbst organisiert bei der Lösung von schwierigen, herausfordernden Situationen selbst aufbauen. Das heißt, die Lehre verliert ihren hohen Stellenwert, den sie heute hat. Natürlich muss man auch Wissen vermitteln und man muss auch Qualifikation ermöglichen. Ohne Wissen und Qualifikation gibt es keine Kompetenzen. Aber diese Lernprozesse, die eher im formellen Bereich liegen, die werden immer mehr in die Eigenverantwortung der Lerner verlagert, die sich dieses Wissen dann mit Hilfe beispielsweise von E-Learning-Methoden selbst organisiert aufbauen, in dem Rahmen auch Übungen machen. Aber für die Kompetenzentwicklung ist es jetzt notwendig, einen sogenannten Ermöglichungsrahmen zu schaffen. Das ist ein Begriff, der von Professor Arnold in Kaiserslautern geprägt wurde. Es geht also nicht darum, Kompetenzen einzutrichtern, was sowieso nicht machbar ist, sondern wir bieten den Lernern einen Lernrahmen, in dem sie ihre Kompetenzen selbst organisiert aufbauen können. Das kann beispielsweise dadurch geschehen, dass wir vorab reale Praxisprojekte vereinbaren, welche die Lerner im Rahmen ihres Lernprozesses jetzt bearbeiten. Und dann ist es natürlich wesentlich, dass das Erfahrungswissen, was bei der Bearbeitung dieser Lernprozesse jetzt aufgebaut wird, dann mit Lernpartnern ausgetauscht, reflektiert wird, sodass sich hier dann in einem schrittweisen Prozess diese Kompetenzen aufbauen. Also wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt, welche Leistungsfähigkeit die Computer in circa 10 Jahren haben. Und wenn man sich mit den Fachleuten unterhält, dann sagen die uns voraus, dass in 10 Jahren die Computer in der Lage sind, mit Hilfe semantischer Systeme und Ontologien hier Texte, Lösungen, die jetzt die Lerner in den Computer frei eintippen,
zu lesen, das können Sie natürlich heute schon, aber auch diese Texte zu verstehen, zu interpretieren, zu bewerten und jetzt unter Abgleich mit bereits in der Vergangenheit entwickelten Problemlösungen, die der Computer abgespeichert hat, hier eine fundierte Bewertung in Form eines formulierten Textes an die Lerner zurückzugeben. Das heißt jetzt ganz konkret, während wir uns heute damit begnügen müssen, in den Lernprogrammen mit Multiple Choice und Zuordnungsaufgaben hier mehr oder weniger so eine künstliche Lernwelt zu schaffen, können wir zukünftig den Computer als Tandempartner, als Coach in diese Lernprozesse mit einbeziehen, der sogar so weit gehen kann, dass er die Entscheidungen des Lerners auch unter den Aspekt, welche Empfindungen, welche Gefühle, welche Werthaltungen hat denn mein Lerner in der Vergangenheit bei seinen Entscheidungen mit berücksichtigt, das kann er dann bei neuen Entscheidungen und Lösungsvorschlägen, die er dann gibt, hier dem Lerner bereits zurückgeben, sodass eine wirkliche Lernpartnerschaft mit dem eigenen Computer entstehen kann. Ja, wir haben das als triades Lernen bezeichnet, weil natürlich die menschliche Kommunikation dadurch nicht hinfällig wird. Der Computer kann jetzt sehr viel im Bereich des Coaching, was heute menschliche Coaches übernehmen, das kann zukünftig der Computer leisten. Aber trotzdem wird der Lerner immer auch seinen menschlichen Lernpartner benötigen. Er wird die Diskussion, den Austausch mit Experten oder Lernbegleiter benötigen, um wirklich dann zu seinem Lernergebnis zu kommen. Was der Computer aber leisten kann, ist, er bereitet im Prinzip die Analyse, die Interpretation, die Bewertung einer aktuell entwickelten Lösung, bereitet er bereits so weit vor, dass die beiden menschlichen Lernpartner auf einem deutlich höheren Niveau miteinander kommunizieren können, sodass natürlich die Lernprozesse auch sehr viel effizienter und fundierter werden, als sie es heute sein können. Gut, das ist natürlich der entscheidende Punkt, auch zurückkommend auf Ihre erste Frage, warum wir uns heute mit solchen Fragen beschäftigen. Die Menschen sind von ihrer Schule, auch von der Hochschule und wenn wir ehrlich sind, auch im Bereich der betrieblichen Bildung gewohnt, relativ stark fremdorganisiert zu lernen. Natürlich sind dort Phasen dann auch kooperativen Lernens in Gruppen und so weiter einbezogen. Aber im Prinzip sagt mir immer jemand oder ein Lernprogramm sagt mir, wie ich meinen Lernprozess gestalten soll. Zukünftige Lernprozesse werden ganz anders aussehen. Das beginnt schon bei den Zielen. Kompetenzziele können nicht irgendwo in einer zentralen Institution für alle Lerner definiert werden, sondern Kompetenzziele definiert jeder Lerner jetzt selbst organisiert, vielleicht in Abstimmung mit Lernpartnern oder Führungskräften definiert er seine Kompetenzziele selbst. Er benutzt dabei auch Kompetenzmesssysteme, die ihm dann Hinweise geben, in welchen Bereichen er sich am besten entwickeln kann. Und dann plant und gestaltet der Lerner seinen Lernprozess selbst organisiert. Und diese Selbstorganisation ist der eigentliche Paradigmenwechsel. Und wenn jemand 20 Jahre lang gewohnt ist, eher fremdorganisiert zu lernen, wäre es naiv zu glauben, er verändert seine Lernroutinen von heute auf morgen, sondern er braucht dafür Zeit. Und deswegen müssen wir bereits in die heutigen Lernsysteme schon so viele selbstorganisierte Phasen und Elemente einfügen, damit die Lerner schrittweise Zeit haben, ihre Handlungsroutinen zu verändern. Aber natürlich nicht nur die Lerner, sondern auch die Trainer, die dann eher Lernbegleiter werden und auch die Personalentwickler, die dann eher Kompetenzmanager werden, müssen natürlich auch Zeit haben, ihre Kompetenzen schrittweise zu verändern.